Hallo, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead. Ja, wir sind den Kannibalen entflohen. Haben aber durchaus Opfer gelassen. Und haben jetzt mitten im Wald ein Auto gefunden. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ich kann ja... Aha. Biggs. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Oh, und es hört echt nicht auf mit den Entscheidungen. Ich weiß es nicht. Ich meine, mitten im Wald, da ist keiner. Ne? Also, und es ist Essen und... Scheiße. Wir bleiben jetzt bei diesem Bildschirm die nächsten 5 Stunden, weil ich mich nicht entscheiden kann. Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Wir haben Hunger. Wir haben alle ganz doll Hunger. Wir haben nichts zu essen. Außer uns selbst. Und... Oh. Scheiße. Wir nehmen es. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Und außerdem, wir standen da jetzt eine Weile rum und es kam keiner. Wir haben gerufen und es kam keiner und... Oh, wir werden es bereuen, ey. Ich weiß, wir werden es bereuen. Supplies. Food. Food. More food in here. Supplies? I'll take it. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Got a box of food here. I'll carry it. Das heißt, wir könnten nach und nach alles nehmen, ne? Kann ich auch weggehen? Das kann ich nicht. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Praktisch nur ein wenig mitzunehmen. Ich muss jetzt alles mitnehmen. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with him, okay? Okay. Oh, jetzt mag sie uns nicht mehr. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh, God. Lee, you're gonna want to see this. Oh, shit. Oh,
darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Und es gibt kein Futter mehr. Scheiße. Puh. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is going. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Ja, Episode 3. Long Road Ahead. 55% haben sich dafür entschieden, das Essen zu stehlen. Doch tatsächlich relativ viel. Und tatsächlich haben 82%, das ist sehr interessant, 82% haben den zweiten Bruder nicht getötet. Auch sehr interessant. Also wir haben ja nur den ersten und den zweiten nicht. Helped kill, achso, genau. Nee, wir haben ihm ja nicht geholfen. Und 68% der Spieler haben ebenfalls nicht dabei geholfen, Larry umzubringen. Obwohl es mir ja ein wenig auch, ne, also ich hatte ja immer gesagt, ich mag Larry nicht so. Jolene. Okay, 87%. Achso, genau, das war praktisch die Mami, die wir jetzt gerade in den Videoaufnahmen nochmal zum Schluss gesehen haben. Ja, die haben wir ja auch nicht erschossen, das haben wir Danny erledigen lassen. Ja, unfreiwillig als freiwillig, aber so ist es nun mal leider in dem Spiel. Und David's Leg. Ach genau, das war ganz am Anfang im Wald. Vielleicht soll ich das nächste Mal vorne anfangen. Ganz im Wald haben wir ja denjenigen, der in der Bärenfalle steckte, aber unsere Jagd, dem haben wir das Bein abgehebelt, um ihn aus der Bärenfalle zu entfallen. Entfernen, so wird's richtig. Ja, Leute, ich, Episode 2 ist zu Ende. Ich mache jetzt auch hier einen Cut, auch wenn es eigentlich noch nicht wirklich Zeit ist. Aber ich würde sagen, wir fangen dann einfach mit der nächsten Folge auch dann wirklich mit der Episode 3 an. Haben wir ja gerade schon den Trailer dazu gesehen. Ich bin sehr gespannt, was uns noch alles erwartet. Ich finde es bis jetzt wirklich ganz fantastisch. Ich möchte gar nicht so viele Entscheidungen treffen, wie ich hier dazu gezwungen werde, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen sind doch alle nicht einfach aus den Menschen, wenn man so mal darüber nachdenkt. Man sitzt ja hier natürlich auch wahrscheinlich mit etwas mehr Menschlichkeit, als man vielleicht nach so einer Apokalypse hätte. Sprich, die haben ja auch schon so einiges durch, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Mich würde interessieren, was haltet ihr von dem Spiel? Gefällt es euch? Hättet ihr Entscheidungen genauso getroffen wie ich? Oder hättet ihr sie anders getroffen? Was meint ihr generell passiert mit der Gruppe? Bitte keine Spoilers für diejenigen, die es wissen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube aber, dass sich das jetzt hier alles ein wenig entfremden wird, weil es wirklich unmöglich ist zwischen Kenny und, wie heißt Larrys Tochter? Ist Lily, glaube ich.
da jetzt irgendwie noch ein Gleichgewicht reinzubekommen, ist praktisch für meine Begriffe unmöglich. Ja, wir werden sehen, was uns erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde mich auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, bis dahin. Und jetzt einmal durchatmen. No? Bis dahin denn. Tschüssi.